Was geschah zwischen dem Wiener Kongress und der Deutschen Revolution von 1848? Diese Zeit nennt man Vormärz und um die geht es in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Geschichte Kompakt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Auf dem Wiener Kongress wurde der Deutsche Bund gegründet. Die Menschen wollten aber nicht einen losen Bund, sondern einen einheitlichen Nationalstaat. Dieser basierend auf nationalen und liberalen Ideen als Folge der Französischen Revolution. Daher bildeten sich Burschenschaften von jungen Studenten, die für diese Ideen einstanden. Das Zentrum dieser Burschenschaften war Jena, wo die Urburschenschaft ihr Zuhause hatte. Als großes Treffen kann man das Wartburgfest von 1870 nennen, wo sich 17 Burschenschaften getroffen haben, zusammen mit der Bewegung um Turnvater Jahn und Professoren der Unis der Burschenschaften. Dort beim Wartburgfest gab es Proteste für diese liberalen, sozialen und nationalen Ideen. Dies löste eine Empörung bei den Konservativen auf, die daraufhin die Karlsbader Beschlüsse erließen. Das bedeutet eine Zensur der liberalen, nationalen und sozialen Ideen und auch ein Verbot dieser sowie ein Versammlungsverbot. Dadurch wurde die Bewegung für die nächsten 10 Jahre geschwächt. In Frankreich fand 10 Jahre später, 1830, die Julirevolution statt. Der damalige König Karl X. probierte, die alten Zustände von vor der Revolution wiederherzustellen. Das bedeutet eine Änderung des Wahlrechts und eine Einschränkung der Pressefreiheit. Dies gefiel den Franzosen gar nicht und es kam zu Barrikadenkämpfen. Das Bürgertum setzte sich letztendlich durch und Karl X. musste fliehen. Frankreich wurde erneut zu einer konstitutionellen Monarchie. 1848 dann letztendlich auch zur Republik. Dieser Umschwung in die konstitutionelle Monarchie brachte eine neue nationale und liberale Bewegung hervor, die auf dem Hambacher Fest 1832 erneut einen Höhepunkt fand. Hier trafen sich 25.000 Liberale aus ganz Europa, die nun nicht mehr in Burschenschaften organisiert waren. Es gab Reden für Gleichheit und Freiheit, dennoch wurde das Fest aufgelöst und verboten. Liberale Teilnehmer wurden bestraft. Doch die Ideen lebten weiter und auch eine zusätzliche Idee, eine soziale Idee, kam durch das wachsende soziale Elend auf, das die Industrialisierung verursachte. Diese Idee kam von der sozialen Frage, was man tun könnte gegen die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Eine sehr frühe Antwort darauf waren die Schlesinger Weberaufstände, wo sich Weber organisierten und gewaltsam gegen die Monarchie vorgingen. Das Ganze löste dann Aufstände im ganzen Reich aus, die zur Revolution von 1848 führten. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.